So, neue DaVinci-Aufnahme und dieses Mal mit zum einen Alter. Prosoma, ja. Ja. Neu. Ich dachte mir einfach, ich muss dir einfach mal helfen. So, jetzt gleich mal das Erste. Ich habe jetzt so schon Angst. Klick mal bitte auf die Schriftrolle da links unten. Schriftrolle. Genau. Ich hab's geahnt. Okay, du hast 10 Skillpunkte verloren. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Level Mist. 3 und hast. Du hast die Skillpunkte. Tu mal das Fenster ein Stück höher ziehen. Da unten ist ein X. Das wäre natürlich ein Häkchen gewesen. Dann hättest du die Skillpunkte bestätigt. Hast du nicht. Und aus irgendeinem Grund, weil du sie eingegeben hast, aber nicht bestätigt hast und dann gestorben bist das eine Mal und jetzt geladen hast, sind die Skillpunkte nicht gespeichert geblieben. Fail. Mit anderen Worten, du hast 10 Skillpunkte verloren. Gut, aber wir haben noch einen anderen Speicherstand. Bei dem Speicherstand hast du 5 Skillpunkte verloren. Scheiße. Nochmal den. Das war kurz nach dem Drachenreiter. Da siehst du übrigens den Unterschied. Diese Werte sind nämlich exakt die gleichen. Und da bist du noch Stufe 2. Okay. So, ich würde dir empfehlen, geh zurück ins Dorf erstmal. Okay, gut. Ah, Mann. Warum hast du jetzt rausgetappt? Keine Ahnung, warum das gerade wieder passiert ist. Ja, das war der Soundbug. Ja, wie gesagt, der tritt manchmal auf. Das nächste ist übrigens, der Typ kann dir zwar helfen, die Typen zu töten, aber wenn er sie tötet, kriegst du keine EP. So, wie nimmt sich der Scheiß jetzt jedes Mal? Ich habe das Gefühl, dass deine Maus irgendwie rausklickt, ja. Keine Ahnung warum. Wenn du rausklickst, dann bist du natürlich draußen. Okay, warte, mein Chef, und ich hab was für euch. Was gibt's denn? Ich habe lange mein Haus gesucht und dieses Artefakt gefunden. Ich meinen Abenteuern gute Dienste leisten. Ich möchte es euch übergeben als Zeichen meiner Dankbarkeit für alles, was ihr mich getan habt. Deine Pyramide aus, wozu ist sie gut? Aber die Pyramide ist von einem starken Magiefeld umgeben. Es gibt eine genaue Kopie dieser Pyramide irgendwo in Revelon. Revelon. Wenn die Pyramide richtig handhabt, wird sie euch zu der Kopie teleportieren. Ihr mächtigsten Nutzer wird dich quer durchs Land geschossen, wie ein Traubenkern. Ja, so könnt ihr das sehen. Aber ihr werdet keinen Schaden davon tragen. Sieht als eine Art Reise in 7 Meilenstiefeln an, die den einzigen Schritt zurücklegt. Die Pyramide wird euch von großem Nutzen sein, wenn ihr in gefährliche Situationen möglichst schnell entfliehen müsst. Außerdem ist die das bequemste Transportmittel für lange Reisen kürzester Zeit. Okay, und wo ist die andere? Um ehrlich zu sein, ich habe ihnen nur aufgebracht, sie selbst zu verwenden. Die Ufing Gold, die Kopie könnte überall sein. Also acht, wenn ihr sie erst mal verwendet. Sie ist, wenn sie verwendet, könnte sie mich plötzlich vom Orks umzingeln oder aufgrund eines Flusses wiederfinden. Ich fürchte ja, aber wer weiß, wenn das Risiko nicht auf euch nehmen wollt. So findet ihr eine Pyramide vielleicht im Verlauf eurer weiteren Reise. Dann wird die Pyramide bald von schätzbarem Wert für euch sein. Ein was Geschenk, aber dennoch ein fürstliches Ich danke euch. Guck mal, So. ins Tagebuch. Das ist das rote Ausrufezeichen. So, und jetzt scroll mal ganz nach unten. So, und da siehst du ja die Quest, mal näher zur Vernunft bringen, ist immer noch offen. Ja.
Ist sie. Ich hab dir ja gesagt, du solltest versuchen, diese Quest erstmal abzuschließen, bevor du dich rauswagst. Hast ja selbst gemerkt, dass die Orks ein kleines bisschen stärker sind, als du erwartet hast, ne? Ja. Das liegt daran, dass diese Orks vielleicht schon auf Level 10 oder 5 oder so sind und du, also warte, du kannst ja mal zu den Trophäen gehen. Das ist die dritte Reiter vom Tagebuch. Tagebuch. Und jetzt auf Trophäen. So, die, ja, es ist Stufe 11, Stufe 9. Du bist Stufe 3, ja, beziehungsweise Stufe 2 momentan. Da kannst du dir vielleicht vorstellen, warum sie so schwierig sind. Ja, das erklärt dann wohl alles. Das sind der Hardcore-Killer. Nee. Zumindest momentan. So, da du jetzt das mit dem Drachen schon aktiviert hattest, hat der dir jetzt Idyalani-Lore bei dem Gespräch nach dem Eis entfernen nicht den Tipp gegeben, von wegen, dass du eventuell die Drachen öffnen musst, damit du diesen Eingang aufmachst. Aber tatsächlich ist es für die Quest musst du jetzt da runter. Okay. So, ich weiß nicht, ob du das Video dir mal angeguckt hast, wo ich dir gesagt habe, du hast was übersehen. Aber mal sehen, wie lange es dauert, bis du es findest. Ich sage dir gleich, Wolf wird noch länger brauchen wahrscheinlich. So wie ich Wolf kenne, ich meine, wenn du es schon nicht siehst, und ich meine, bei Technomage gab es ja wenigstens noch Lichteffekte, die darauf hinweisen. Das Buch hatte ich mal aufgeschlagen. Ist interessantes Material dran. Das hast du, glaube ich, sogar tatsächlich vorgelesen. Ja, ich habe es durchgelesen quasi, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr genau. Dann muss das ja irgendwo rumliegen, die ich übersehen habe. Mal sehen, ob der. Ich frage mich, ob der Forst das schon entdeckt hat. Ich gucke zwar gerade rein, aber ich kenne mich in Divine Divinity so gut wie überhaupt nicht aus. Oh, hallo, was haben wir denn da? Ein Hebel. Jetzt passiert? Ein Hebel. Ah, ich glaube, ich verstehe. Oh, das ist fies versteckt in der Wand. Das ist mir nur eben gerade durch Zufall, als es geblinkt hat, aufgefallen. Naja, jetzt weißt du ja, wie solche Hebel aussehen können. Gut Gibt zu noch mehr wissen. von so einer, gibt noch mehr von so einer Sorte. Wolf wird Spaß haben daran, weil wenn ich Wolf sage, du hast da was übersehen, dann geht er noch mal rein und guckt da 2 Minuten und sagt dann, ich habe da nichts übersehen. Hab was gefunden. Was hat das wohl bewirkt? Gut zu wissen, dass sie so aussehen. Es sind aber auch, gibt auch andere Hebel, also es ist nicht die einzige Sache. Wie kann man eigentlich so wie HP zum Beispiel wieder aufladen lassen? Es gibt dafür 3 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du schluckst Tränke. Alternativ. Möglichkeit, naja gut, du kriegst sogar 4 Möglichkeiten. Also, Möglichkeit 2, du nutzt halt einen Heilzauber, ob nun von einem NPC oder von dir, ist dabei unerheblich. Kostet aber dementsprechend Mana, schätze ich mal. Ja, beziehungsweise beim NPC kostet es meistens Gold. Soll ich es mal vorlesen? Kannst du machen, ja. Roland, ein Diener, den man des Verrats bezichtigt hatte, wurde auf Celeons Anweisung gefoltert. Als der Mann sich weigerte, seine Schuld einzugestehen, befahl Celeon, sein rechtes Auge mit einem glühenden Eisen auszustechen. Man zog ihm jeden Zahn einzeln und trennte ihm die rechte Hand ab. Nachdem Roland endlich seinen Verrat gestanden hatte, durfte der Folterknecht die Tortur beenden, indem er ihn in kochenden Teer tauchte. Spätere Ermittlungen ergaben, dass Rolands Geständnis falsch war und ihn keinerlei Schuld traf. Celeon erklärte daraufhin, dass jeder Bedienste, der seinen geliebten Herrn selbst unter Folter derart belügen kann, Rolands Schicksal verdiene. Heftig. Ja.
So viel zu dem Raum. Du erfährst halt in diesen Katakomben so ein bisschen was über Malaneus und Celigon. Ich hab's mir schon irgendwie gedacht, weil er hat ja gelabert, dass irgendwie sein Geist an einem dunklen, feuchten Ort rumgammeln würde. Das klingt irgendwie ganz nach Katakomben oder so. Also in Serax Hubkiller auch gut. so, nochmal zurück zur Regeneration. Also es gibt die Möglichkeit, wie gesagt, Tränke und Heilzauber. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du was isst. Ja. Ist natürlich doof, dass du immer wieder raustappen kannst, versehentlich. Es gibt die Möglichkeit, dass du was isst und es gibt die Möglichkeit, dass du schläfst. Essen und Schlafen haben aber eine Abklingzeit. Also essen kannst du was essen, wenn du was essen, kannst du satt werden und wenn du satt bist, dann kannst du halt eine Weile nichts essen. Und beim Schlafen dasselbe, wenn du schlafen hast, bist du nicht mehr müde. Nach einer Weile, Weile kannst du halt wieder schlafen. Und woran erkennt man zum Beispiel, ob man müde ist und so? Ja. Woran erkennt man das? Wenn du versuchst zu schlafen und er sagt, ich bin momentan nicht müde. Aber es gibt keinen richtigen Timer dafür, den du siehst, der dir sagt, jo, okay, gut, jetzt bist du nicht mehr nicht müde. Ach so, also das ist dann halt. Du musst es ausprobieren. Ja. Ja, in dem Sinne. Ich verstehe. Stimmt, die Fertigkeiten waren noch. Da war ja noch eins offen. Naja, die Maus ist schon wieder außerhalb des Bildes, ich sehe es schon. Ja, wenn du da rechts klicken würdest, würdest du wieder aus dem Spiel fliegen. Ja. Ja, die schneidet Camtasia sowieso dann wieder raus, die Maus. Das liegt vielleicht an der Übertragung, ich weiß es nicht. Ach, schon wieder. Fliegst raus, du bist ja kaum. Kann man das nicht irgendwie ein bisschen nach links ziehen oder so? Naja, leider nicht. Das Vollbild. Nein, nein, so meine ich nicht. Ich meinte jetzt gerade, jetzt das Feld jetzt, dass man es irgendwie ein bisschen. Du könntest maximal versuchen, eine höhere Auflösung zu spielen. Stimmt, das ging auch. Aber ob das die Aufnahmen beeinflussen würde. Weiß ich nicht. Man müsste das einfach mal testen. Das würdest du jetzt praktisch, du würdest es ja jetzt, ich hab bloß Sorge, dass man jetzt die Aufnahme zuschießt. Ja, ist okay. Ja, dann mach das doch erstmal so, dass du einen Cut reinsetzt und dass du dann das ausprobierst. Ja. So kann dir die Aufnahme nicht flöten gehen. Oder ich schalte auf Webcam um, natürlich. Ja, das kannst du auch probieren. Das ging ja auch, ja. Mach lieber das, genau. Ja, okay. Dann kurzen Cut, bis gleich. So. Überträgt und auf und weiter geht's. Fleisch. Das ist das Fleisch, denke ich. Zum Essen. Ja. Gibt's Rezepte so zum Kochen? Du kannst nicht wirklich kochen, nein. Ganzes Zeug alles direkt essen. Allerdings habt jedes Essen meistens eine unterschiedliche Fähigkeit. Ah, okay. Also sowas wie zum Beispiel, nur mal jetzt als Beispiel zu bringen, was sich, dass die Stärke erhöht wird oder sowas in der Art. Mhm. Also manches heilt dich, manches heilt dich in erhöht Stärke zum Beispiel. Es gibt das, was du gerade aufgesammelt hast, zum Beispiel Hühnerfleisch. Hühnerfleisch ist dafür bekannt, dass es Mana regeneriert. Okay. Also ein bisschen im WoW-Stil gehalten, wenn man das mal so betrachten möchte. Zum Teil. So, einmal Stärke, zweimal. Ich glaube, Gewandtheit war Verteidigung. Zweimal. Lebenskraft. Einmal. Diesmal aber bestätigen. Und du siehst jetzt die Werte auch fest. Ja. Jetzt sind sie fest, ja. So, bei den Fertigkeiten.
Wie gesagt, ich würde dir empfehlen, auch mal in die anderen Skillbäume reinzugucken, dann, weil es gibt durchaus Fähigkeiten, die auch für Krieger nützlich sind, die in anderen. Du könntest schon wieder rausfliegen, ich sehe es gerade. Also irgendwas stimmt da nicht. Wie hast du das denn jetzt gesehen? Da war doch gar keine Maus. Doch? Echt jetzt? Hm. Sich die Auflösung höher stellen. Das ist keine Maus zu sehen, komischerweise. Jetzt nicht, aber im Fähigkeitenbuch. Geh noch mal ins Fähigkeitenbuch rein. Naja, so, rechts oben? Er hat recht. Wenn du jetzt ein Stück höher gehst, musst du dann da. Ja. Ich sehe neu an dieser Stelle. Er fragt mich nicht warum. Ich sag mal so, was müsste denn da rein? Wie meinst du das? Müsste jetzt diese grüne Tafel hier rein oder die rote her? Das hat einfach plus, also das sind Skillpunkte. Du siehst zum Beispiel da links oben ja den Schwertskill, ne? Ja. So. Und dieser Schwertskill, da sind ja die zwei roten Striche unten drunter. Genau. Das heißt, du hast noch Level 2. Und wenn du drüber gehst, siehst du, dass der nächste erst auf Level 13 verfügbar ist. Ah, okay. So, und das, und da unten hast du halt auch noch den anderen Skill, den hast du auch schon auf Level 2, wie du siehst. Ja, und was gibt's noch? Also die Farben machen, also sagen einfach bloß aus, dass sie zu einer anderen Kategorie des Kriegers gehören, zum Beispiel. Wenn du jetzt mal in die andere Bücher gehst, zum Beispiel Weg des Magiers oder Weg des Überlebenskünstlers, dann siehst du, dass da teilweise auch, gut, Magier ist jetzt gerade nicht so was Interessantes, aber guck mal in den Weg des Überlebenskünstlers rein. Das wirst du nicht lesen können, verdammte Scheiße. Ja, ich sag dir mal, was das da ist. Also rechts oben. Das erste ist identifizieren. Damit kannst du Gegenstände identifizieren. Okay. Stufe 1. Je nach da Stufe 5 ist maximal bei jedem Skill ist, kannst du halt mit dem Max-Skill von identifizieren auch jeden Gegenstand identifizieren. Das zweite ist Alchemie. Da könntest du Tränke herstellen. Und das dritte ist Kreaturen erkennen. Da siehst du halt je nach Skill-Level Werte von Gegnern. So, und ja, die links oben, die Fähigkeiten müsstest du ja selbst lesen können, theoretisch. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich eher was für tatsächlich Überlebenskünstler, also Schurke. Das ist, aber wenn du jetzt das rechts daneben anguckst, das könnte eventuell auch als Krieger nützlich sein. Ja, könnte. Fallen umgehen eigentlich auch. Was hast du links unten noch für ein Talent? Händlerzunge. Ist auf jeden Fall eine passive Fähigkeit. Bessere Preise. Ah, ich glaube, damit werden die Preise reduziert bei Verkäufern, schätze ich mal. Mhm. Um 5%. Ist auch recht praktisch. Herrlich. Ja, weniger Gold zahlen ist schon eine feine Sache. So, auch wenn ich das Spiel zwar nicht kenne, aber ich lerne schnell. Ich könnte dir zwar jetzt einen sehr, sehr guten Tipp geben bezüglich welche Skillung du machen könntest als Krieger, aber ich weiß nicht, ich denke, das wäre schon fast spoilermäßig, deswegen lasse ich es mal lieber. Ich denke mal, du willst es dann schon ein bisschen selbst entscheiden, was du machst und was nicht. Auf jeden Fall erstmal Skelett töten. Das Game soll sich ja unterscheiden zu Diablo. Ja, es ist halt ein Rollenspiel. Diablo ist halt mehr ein, naja, Hack'n'Slay halt.
Bei Diablo geht es im Grunde hauptsächlich darum, schlachte so viele Monster wie möglich ab, in kurzer Zeit. Also meistens hast du dann irgendwelche kommen da 20 Monster und du haust die auch alle um. Und hier, wenn da 3 Monster sind, ist schon ein bisschen gefährlicher. Ja, ist halt auch viel zu erkunden und alles. Ich würde auch empfehlen, alles zu töten, was du findest. Ja, das ist ja quasi normal in RPGs, dass man alles tötet, was man sieht. Außer gewisse Händler. Jakobs. Regel Nummer 1, töte niemals Händler. Regel Nummer 2, sieh vorher hin, bevor du schlachtest. Nee, Regel Nummer 2, don't piss mit Jakob. Ich weiß nicht, was die da mit dem haben. Es gibt den Typen tatsächlich 3-mal im Spiel. Und ich weiß nicht, ob das so ein Running Gag von den Entwicklern ist. Weil es gibt in Divinity 2 gibt's auch eine einzige Stelle, an der man tatsächlich auch Zombie Jakob treffen kann. Lol. Das war, glaube ich, ein Shortcut. Das ist richtig, das war ein Shortcut. Kein sehr wichtiger, weil ich normalerweise in diese Höhle nie wieder zweites Mal reingehe, aber... Bin gespannt, ob der Schmacki nachher stirbt gleich. Ich weiß ja nicht, wie viel Energie er noch hat, ich sehe nichts mehr. Ja, also ich mein's nicht wegen der Energie. Achso, ein anderer Tipp, den ich dir gesagt habe, aber den du noch nicht beachtet hast. Drück mal bitte die Alt-Taste. Okay. Hast du? Ja. Alt links. Komisch. Macht er nicht. Was hast du für eine erste Tastaturbelegung? Sollen wir mal reingucken? Optionen, Tasten. So. Ist alt belegt? Alt ist nicht belegt. Warte mal, was ist denn das, was ich suche? Marin. Aufgabe. Übersichtskarte, Ausrüstung zu den Kampfmodus heranzukommen. Okay, weiter. Gehen wir nach oben. Und nach unten? Ne, oben geht's noch. Noch weiter nach oben. Tastenkonfiguration? Okay. Ja, da kommt man zu den Fenstern. Hab ich schon versucht. Ist ja doof. Normalerweise ist nämlich die Alt-Taste die Anzeige für Gegenstände.